Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Heute wieder der Super Samstag Videohop vom Team Stempelkultur. Und unser Thema ist diesmal Basteln, eine Wissenschaft für sich. Außergewöhnliche Basteltechniken mit besonderen Hilfsmitteln. Und ich dachte, es wird ganz einfach. Aber als ich mich dann dran gegeben habe, war alles, was mir einfiel, ohne besonderes Hilfsmittel. Naja, dann habe ich ein bisschen länger überlegt und dann wollen wir jetzt mal beginnen. Eigentlich wollte ich diesmal mit euch die Geistertechnik ausprobieren oder verwenden. Aber wie ich eben schon sagte, da benutzt man Stampin'-Up-Material, aber keine außergewöhnlichen Hilfsmittel. Aber im Laufe der Woche bekam ich von Wolfgang ein Video zugeschickt, wo ich zuerst dachte, was will er von mir? Was ist das dann für eine Technik? Die hatte er bei irgendwem, der nichts mit Stempeln am Hut hatte, gesehen und er ist ja aufmerksam und hat mir die dann geschickt. Ja, und die will ich euch dann heute mal ein bisschen verändert zeigen, denn eigentlich war das eine super Sache. Ich arbeite heute mit den vier Farben: Bonbonrosa, grüner Apfel, Pazifikblau und Karibikblau. Und ich habe hier schon eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir machen jetzt gleich eine Karte damit. Aber ich habe hier diesen kleinen Geschenkanhänger für euch. Erzähle euch erstmal kurz, was das für ein Anhänger ist. Das ist aus den Stanzformen feierliche Anhänger. Jetzt aus dem Mini-Katalog Juli bis Dezember. Aber ich habe keine Weihnachtsmotive verwendet. Aber das ist er hier. Das ist der kleine Anhänger. Doppelseitig, ne, zum Klappen. Und dazu gehört dann eigentlich auch noch mal ein kleiner Umschlag. Den habe ich mir jetzt geschenkt. Es ging uns ja um die Technik. Wir machen also diesen Anhänger. Gleich für meine Karte nehme ich auch noch hier diese Kerzen und die Herzen dazu, weil wir ja beim Thema Geburtstag sind. Wir feiern dich. Da machen wir gleich die Karte auch zu. Ich habe verwendet unsere neuen Basics für Emaille-Perlen-Effekte in Glutrot, in Weiß und in Schwarz. Verwendet habe ich jetzt hier in dem Falle Weiß und Schwarz. Das Glutrote hatte ich ein bisschen Bedenken mit dem Bonbonrosa, ob das dann nicht doch viel zu intensiv wurde. Wir feiern dich. Ich habe den halt nur Wort für Wort abgestempelt. So, jetzt fragt ihr euch, von welcher Technik blabbelt sie denn da? Bei dieser Technik habe ich einen aquarellierten Hintergrund und freie Bereiche, in die ich dann Text stempeln kann. Diese freien Bereiche sind wirklich schön scharfkantig und weiß. Es läuft also wirklich nichts rein. So, und wie habe ich das gemacht? Und das war halt die Idee aus diesem Video, die ich da gesehen habe, bekommen habe, das sind also einfache Klebestreifen. In dem Fall habe ich schmale Texte. Da habe ich wirklich ein normales Washi-Tape verwendet. Wenn man breitere Texte hat, also ich sage jetzt mal höher, ne, höhere Buchstaben, bietet sich wunderbar dieses... Ja, das ist ein Malerkrepp, was im Malerbereich zum Abkleben von Fensterrahmen oder sonstiger nicht zu verschmierenden Oberflächen benutzt wird. Und das Entscheidende ist, das lässt sich auch wunderbar vom Papier nachher wieder ablösen, genau wie ein normales Washi-Tape. Ihr könnt natürlich auch normales Klebeband, Klebestreifen, um jetzt nicht Tesafilm zu sagen, benutzen. Dann guckt nur, dass ihr den Klebefilm benutzt, der sich gut ablösen lässt. Wenn ihr ein normales Klebeband, transparentes Klebeband verwendet, dann reißt das meistens
anschließend das Papier kaputt. Es gibt aber leicht lösliche Bänder, also sowas könnt ihr gut verwenden. Und dann habe ich also mir hier auf dem Papier diese Bereiche abgeklebt und anschließend mit einem Wassertankpinsel, passt auf, die drei Farben aufgetragen. Man hätte jetzt auch im Prinzip noch ein bisschen weißen Bereich mehr lassen können. Es hätte gar nicht so stark ineinander übergehen brauchen. Die Stellen, die da nicht schön von selber verliefen, habe ich nochmal mit Wasser ein bisschen nachgewischt. Und dann habe ich es getrocknet mit dem Embossingfilm. Und nachdem es dann trocken war, habe ich den Klebefilm abgezogen und wirklich, ich hatte super scharfkantige Bereiche, finde ich für Text total super. Anschließend habe ich nochmal Wasser aufgetropft und dann erhält man halt diese hübschen, ja, Flecken mit Rand. Und zu guter Letzt habe ich dann mit Bonbonrosa noch ein paar Spritzer aufgetragen. Auch mit Hilfe des Wassertankpinsels, das ist eigentlich recht simpel. So, die zwei habe ich hier jetzt. Die Anja, die lacht wieder, wenn sie das jetzt hört. Den dicken habe ich nicht gefunden. Ich habe nur den dünnen und den Borstenpinsel gefunden. Dann bin ich dann auf den dicken alten ausgewichen. Naja, ich meine, der funktioniert ja auch noch, ne? Werbetechnisch ist das jetzt nicht so günstig. Hier gehört auch noch in das Dreier-Set ein dickerer rein. Ja, und als ich dann alles trocken hatte, habe ich mit den Animal Dots hier Pünktchen noch aufgetragen. Und das Schöne ist, die sehen wirklich aus wie Perlen. Als Papier habe ich unseren Farbkarton Seidenglanz verwendet. Wenn ihr natürlich ein Aquarellpapier nehmt, dann guckt, dass ihr ein sehr feinporiges verwendet. Ansonsten läuft natürlich das Wasser unter das Klebeband und dann werden die Abgrenzungen nicht so schön. Mit dem Seidenglanzpapier funktioniert das Aquarellieren auch ganz gut. Es ist nicht der perfekte Verlauf, aber besser als auf einem normalen grundweißen Farbkarton, also deshalb verwendet das Seidenglanzpapier, was ja auch noch so schön glimmert. Ich habe gedacht, wir verwenden das Ganze jetzt mal für eine Karte zu diesem Geschenkanhänger. Ich würde also die gleichen Farben verwenden, allerdings würde ich größere Texte nehmen und dann kann ich halt auch dieses Malerkrepp benutzen. Ich habe also ein bisschen Papier vorbereitet und zwar dachte ich, wir sind mal super kreativ. Wir nehmen Grundweiß fest in 29,7 mal 10,5, also ganz normales A4 halbiert. Ihr könntet es natürlich auch quer, nicht hochkant nehmen. Das falz ich bei 14,85. Dafür benutze ich die Schneidemaschine. Ich habe hier ein Stück Seidenglanzfarbkarton, der ist 9 cm mal 13,3 cm. Und außerdem habe ich ein Stück Designerpapier. Nein, wir nehmen jetzt keine Weihnachtsbäume. Das ist dieses. So, und jetzt weiß ich noch nicht mal, wie es heißt, aber ich habe es hier. Und zwar ist das das Gastgeberin-Designerpapier aus dem Mini-Katalog Juli bis Dezember. Vielfältig feierlich. Das ist ja immer ein Mega-Paket. Ne? Da sind ja super viele Bögen drin in 12 Zoll. Also wir haben das sehr bunt. Aber durch alle herbstlichen Themen, Weihnachten natürlich auch, Silvester, aber die Rückseiten, die sind quasi neutral, also für alles nutzbar. So, jetzt habe ich hier auch noch die Farben. Schwarz, Currygelb, grüner Apfel, Pazifikblau, Bonbonrosa, Aquamarin, Blutorange und Tannengrün. Ja, und diverse Farben zusätzlich.
die dann halt in kleinerer Menge vorkommen. Ich habe hier halt grüner Apfel genommen und damit wollte ich nachher das Stück Papier, was wir dann mit der Technik hier bearbeitet haben, dann aufkleben. Wir könnten das natürlich auch ein bisschen versetzt machen. Da können wir nachher noch mal drüber nachdenken. Jetzt kommt eigentlich der Moment, wo wir überlegen, welche Texte wollen wir denn tatsächlich verwenden. Ich habe gedacht, da wir ja recht viel Platz haben, ich finde diese großen Wünsche ja sehr schön und würde da jetzt das Schönen ganz gerne nehmen und das Geburtstag. Dann hatte ich erst gedacht, dann nehmen wir als drittes die Gratulation. Also ich hätte dann gemacht Schönen in Schreibschrift, Geburtstag in Blockschrift und Gratulation dann wieder in Schreibschrift. Aber dann ist mir ja das neue feierliche Anhänger zwischen die Finger gekommen. Wir könnten natürlich auch Schönen, Schreibschrift, Geburtstag, ohne zum, ne, Geburtstag nehmen. Und dann hätten wir auch noch zur Verfügung, super gesagt, aus der Celebration, finde ich übrigens ein sehr schönes Set. Und dann dazu auf ein neues Jahr. Ich benutze also dieses Malerkrepp. Ich möchte gerne richtig scharfe, gerade Kanten haben. Also reiße ich das nicht, sondern ich schneide es. Und dann kann ich hier mal kurz ausmessen, wie groß das Stück sein muss. Sind ja in Originalgröße abgebildet. Und dann würde ich das jetzt wirklich mittig kleben. Also, ich habe die drei Streifen versucht, einigermaßen mittig anzuordnen. Allerdings, es kommt da ja auch nicht drauf an. Dann habe ich meine drei oder vier Farben, wie ihr möchtet. Ich bleibe mal bei drei Farben. Und nehme das Bonbonrosa wieder als Akzent für meine Ausstanzungen. Dann drücken wir Farbe vom Stempelkissen in den Deckel. Wenn die geschlossen sind, könnt ihr ruhig ein bisschen Kraft darauf ausüben. So. Dann nehmen wir den Wassertankpinsel. Ich versuche es jetzt tatsächlich mal mit dem Borstenpinsel. Der ist ja da. Ein bisschen Wasser mehr da rein. Und fangen dann mal an. Mir reicht das jetzt tatsächlich so. Wir könnten das jetzt auch trocknen und dann anschließend nochmal mit dem Pinsel und Wasser darüber gehen. Dann bilden sich Linien mit Rändern. Wir machen das aber gleich mit den kleinen Tropfen. Dann haben wir diesen Fleckeffekt. Ich habe meinen Embossingföhn hier. Ich schalte den Ton jetzt gleich aus, damit ihr hier nicht vom Stuhl fallt. Ihr seht schon, das Papier wälzt sich, aber das Seidenglanzpapier bei weitem nicht so stark wie der normale Farbkarton. Wir können dann nachher auch mal mit dem Falzbein drüber gehen, dann kriegen wir die Wellenlinien weg. Jetzt ziehen wir den Papierstreifen ab, den Klebestreifen. Oh, und dann seht ihr schon, der klebt nicht ganz so schön fest wie
das Washi-Tape, beziehungsweise vielleicht habe ich es auch nicht so gut festgehalten. Also, ihr müsst das vielleicht ein bisschen fester auch noch kleben. Dann würdet ihr es halt auch scharfkantiger hinbekommen. Ich ziehe mal mein Papier ein bisschen gerade. Naja, eigentlich passt das ja ganz gut. Also, achtet demnach bei dem Klebeband unbedingt darauf, dass die Kanten besser angeklebt sind, wie ich das hier gemacht habe. Dann bekommt ihr tatsächlich so wirklich fast scharfe Kanten. Aber das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich werde das jetzt nicht ändern. Ich könnte mir ja einfach neues Papier holen und es nochmal machen. Aber mir gefällt es eigentlich so ganz gut. Und aus dem Grunde machen wir jetzt mal fröhlich weiter. Ich hatte die drei Texte. Zum einen schönen aus den großen Grüßen. Ihr seht, der ist auch schon mal mit Schwarz verwendet und dann nicht ordentlich sauber gemacht. Wer das nur gewesen ist, oder? Ich färbe gerade mit Stift ein. Das wäre natürlich auch ohne Probleme mit Stempelkissen möglich. Aber ich hatte von eben, als ich diesen Dreiertext hier hatte, da habe ich den Stift für benutzt und dann habe ich nicht mehr daran gedacht, dass ich ja jetzt für den hier auch ein Stempelkissen brauchen könnte. So, dann versuchen wir das da schön drauf zu platzieren. Schönen. Dann kommt der Geburtstag und hier ist es jetzt einfacher auch mit dem Stift zu arbeiten. Dann kann man es besser einfärben und hat das Zum halt nicht. Nachdem ihr mit dem Stift eingefärbt habt, also das sind Stampin' Right Marker, ne, keine Alkoholmarker, das sind die, die auch mit unserer wasserlöslichen Tinte gefüllt sind. Also wenn ihr eingefärbt habt, könnt ihr auch mehrfarbig einfärben, dann haucht anschließend den Stempel mal an, damit die Farbe wieder leicht feucht wird, denn manchmal braucht man ja zum Einfärben doch etwas länger. Und als drittes aus dem Celebration Set auf ein neues Jahr. Am besten legt ihr den Stempel, wenn das ein längerer Klarsichtstempel ist, legt ihr euch das auf ein Papier und nehmt den Stempel dann von da mit dem Stempelblock ab. Ansonsten kann es euch bei einem längeren Stempel passieren, dass der dann verbogen oder mit einer Kurve oder schräg drauf ist. Wenn ihr euch den glatt auf ein nicht haftendes Untermaterial legt, also wie Papier, dann funktioniert das eigentlich gut. Jetzt müssen wir das auf ein neues Jahr noch einfärben. Da der Stempel noch neu ist, teste ich erstmal. Seht ihr, der ist nicht ordentlich eingefärbt. Wenn euch das passiert, dann könnt ihr entweder den Stempel mal reinigen oder wie ich jetzt hier über dieses Papier gedreht habe, das hilft auch. Dann ist da noch diese Lösungsschicht drauf. Ihr könnt auch mit einem Radiergummi drüber gehen, aber das finde ich immer zu radikal. Meistens funktioniert das so auch. So, jetzt sollte das auch gehen. Na,
Das hat auch ganz gut funktioniert. Schönen Geburtstag auf ein neues Jahr. Und dieses Stück selbst gestaltetes Papier, das auch ein bisschen in sich glimmert, weil es das Seitenglanzpapier ist, das klebe ich jetzt auf meine Karte, auf den Rohling und das Stückchen Designerpapier. So, und anschließend würde ich das dann noch ein bisschen ausdekorieren, aber jetzt erstmal aufeinander kleben. Da dieses Papier sich ja durch das ganze Wasser hier ein ganz klein bisschen noch gewellt hat, müsstet ihr beim Aufkleben da wirklich darauf achten, dass das schön fest klebt. Dann habe ich zum Dekorieren ein paar Ausstanzungen hier. Das sind diese und ich habe auch Kerzchen. Hatte ich euch ja eben gezeigt aus den Stanzformen. Feierliche Anhänger, Herzen und die Kerzchen. Und dann gibt es auch noch einen Ballon. Den habe ich aber jetzt nicht gemacht. Dann haben wir Schneeflocke und einige Rähmchen. Und ich habe jetzt hier also die Kerzen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, möglicherweise, was hat die denn da für ein Papier verwendet? Und das ist auch im neuen Herbst-Winter-Katalog. Und da bin ich jetzt total begeistert, weil, Moment, das ist Schimmerglanzpapier. Also das ist das normale Glitzerpapier, was wir immer haben. Und zwar in den Farben Lodengrün, Gold und Vanille pur. So, Vanille pur ist leicht gelblich und kommt ganz stark an das alte Schimmerglanzpapier, fast weiß, ran. Und dieses Papier kann man perfekt mit sowohl den Stampin' Right Markern, das ist dieses Herzchen hier, oder aber mit den Alkoholmarkern, das ist das Herzchen, einfärben. Und das finde ich großartig, weil meistens fehlt einem ja genau in der einen Farbe, die man da gerade verwendet, ein Glitzerpapier. Hellere Herzchen, das habe ich hier mit dem Stampin' Right Marker in Bonbon Rosa tatsächlich eingefärbt. Das ist dann so. Und da ich kein Pink als Stampin' Blend hatte, ich weiß auch nicht warum, habe ich nicht, das ist das helle Chili. Und auch das funktioniert. Der einzige Unterschied ist, dass mit dem Stampin' Blend, also mit dem Alkoholmarker eingefärbte, das trocknet relativ schnell. Wenn ihr dann drauf fasst, passiert nicht mehr viel. Und bei dem Stampin' Right Marker, da färbt es noch ein bisschen ab. Aber das legt sich dann, das trocknet ab. Wenn wir wollen, können wir dann vielleicht auch noch eine Schleife dazu kombinieren. Ich hatte hier noch ein Band. Das ist tatsächlich ein altes Band, aber ich habe nicht jedes Jahr wieder alle Bänder hier. Wir könnten also auch noch eine kleine Schleife darauf binden. Und zu guter Letzt benutze ich natürlich die Basics für Emaille-Perlen-Effekte. Ich fange mal mit Weiß an. Ihr müsst sie senkrecht halten, dann zieht ihr sie nach oben weg. Dann bildet sich so eine kleine, dünne Mitte. Die sinkt dann aber durch das Eigengewicht wieder ab und bildet wirklich eine schöne Halbperle. Seht ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist wie beim Sahneaufspritzen. Dann nehme ich etwas Schwarz. Das wiederholt sich ja im Text. Seht ihr, was ich meine? Dann bilden sich erstmal in der Mitte
so kleine Spitzen, aber nachher gehen die dann weg. Und jetzt bin ich ganz mutig und nehme auch noch das Rot. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu rot wird. So, Wassersprenkel habe ich ganz vergessen, ne? Sollen wir die auch noch eben machen? Ich habe hier den dünnen Wassertankpinsel aus dem Dreier-Set. So, und dann kann man in die... Also, natürlich erhält man die schönsten Effekte, je intensiver die Farbe ist. Also jetzt hier in den hellen Bereich reinzutropfen, das ist eigentlich Unsinn. Aber hier so in diesen dunklen Bereich... Da könnt ihr mal einen Wassertropfen aufsetzen, hier unten vielleicht auch. So, da muss man ein kleines bisschen Geduld haben, damit er die Farbe wieder anlöst. Hier unten seht ihr es schon. Und dann könnt ihr mit einem Papiertaschentuch das überschüssige Wasser wegholen. Und je mehr Geduld ihr dabei habt und noch ein bisschen wartet, umso schöner wird die Randbildung. Na, der ist viel zu hell gewesen. Aber da haben wir auch noch einen. Und am besten macht ihr das natürlich mit den Wassertropfen, bevor das Papier aufgeklebt ist. Ne? Ist schon klar. Jetzt auch noch mit den vergessenen Wasserflecken. Also wie gesagt, wenn da jetzt der Kleber nicht drunter wäre, wäre das auch besser noch verlaufen. Macht also so einen Unsinn nicht erst zum Ende, sondern macht das, bevor ihr eure einzelnen Papierlagen aufeinander klebt. Und dann bekommt ihr diese Randeffekte, weil die Farbe, die Pigmente halt zum Rand der Feuchtigkeit gedrängt werden. Ein kleiner Geschenkanhänger und dazu passend dann die Karte in den Farben Pazifikblau, grüner Apfel, Bonbonrosa und Karibikblau. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinen Kolleginnen, die bestimmt auch schöne Ideen zu unserem heutigen Thema haben. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, wieder am kommenden Mittwoch. Zu immer wieder Mittwochs. Aus steht für diesen Monat noch der Karten-Sketch. Schaut doch mal vorbei. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Genießt es, gerade bei dem tollen Wetter. Und bis dann. Tschüss. I am in control. I am. Watch the goal.